So, mein Lieber, Frage Nummer 1, der Liebchen. Boah, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ja, das glaube ich. Mm. Deswegen habe ich auch erst alle anderen Fragen gemacht. Ich bin richtig nervös. Ich nehme mal meine Antwort vorweg. Mm. Ich würde es machen. Du würdest es machen. Willkommen zur nächsten Runde Backstage Talk. Wieder mal ein sehr interessanter Gast. Und ich habe mir große Gedanken darüber gemacht, was ziehe ich für ein Shirt an. Und es ist Rocky geworden. Jetzt sitzt aber nicht Rocky hier, sondern den folgenden Gast kann ich beschreiben. Er ist ein Mann der Musik. Er hat wunderschöne Haare. Und, das finde ich sehr großartig, er hat den Co-Star neben Tom Hanks in Forrest Gump als Lieutenant Dan gespielt. Ihr wisst doch diesen Typen im Rollstuhl und deswegen herzlich willkommen, Philipp. Sehr schön, dass du hier bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Und genau, bevor ich jetzt loslege in unserem Interview, stell dich bitte ganz kurz vor, ohne zu viel vorwegzunehmen, weil manche kenne ich nicht, aber auch die dich kennen, die wollen es vielleicht gerne nochmal hören. Okay. Hallöchen, ihr Lieben da draußen, mein Name ist Philipp, ich bin 29 Jahre alt, bin Arbeitskollege von Philipp und mache leidenschaftlich gerne Musik. Punkt. Justin. War super. Hast du das gehört? Ich fand's toll. Ja? Und was macht er besser wie alle anderen? Er sagt Philipp. Wir waren vorgestern auf dem Apache-Konzert. Ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen, obwohl ich nicht der typische Apache-Hörer bin, aber es war ein geiles Ding. Ja, weiß ich nicht. Ja, hat sie gefallen? Übelst, war richtig gut, richtig gut. Am Anfang war es ein bisschen laut, wo der DJ das Vorprogramm gemacht hat, aber dann das Konzert war cool. Ja. War auf jeden Fall eine super Show. Kann ich mir eine Scheibe von abschneiden? Ja, das wäre nochmal... Future Plans. Future Plans, ja, dazu kommen wir noch. Pass auf, unser Backstage Talk wird unterteilt in so kurzen Fragen am Anfang. Da möchte ich, dass du einfach wie aus der Kanone raus spontan antwortest, ohne groß zu überlegen. Mhm. Alles klar? Okay. Danach kommen wir zu ein paar längeren Fragen, weil wir haben ja eine Story gemacht, stellt uns Fragen, wir haben Fragen bekommen. Und die werde ich dir natürlich präsentieren. Philipp, bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderschön. Kurze Frage Nummer 1. Was ziehst du vor? Musik oder Fernsehen? Musik. Live performen oder eine fertige Aufnahme? Live performen. Jetzt kommen ein paar Fragen völlig ohne Hintergedanken. Einfach so frei raus. Mhm. Thema Frauen. Rothaarige, Brünette oder eher Blonde? Blond. Wäre das jetzt schlimm, wenn deine Partnerin eine Brille tragen würde? Nein. Wenn deine Partnerin eine Person des öffentlichen Lebens wäre? Ist nicht so schlimm? Bin ich vollkommen cool mit. Ja, okay. Ja. Aber Sommersprossen? Sommersprossen, sind die okay? Ja, waren okay für mich. Ja, okay. Ja. Also. So, wir sind ja hier in Berlin und Berlin ist immer das große Problem, wie komme ich von A nach B? Mhm. Bist du jemand, der von A nach B in den Öffentlichen oder lieber mit dem Auto unterwegs ist? Boah, ich war echt gerne Auto. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Thema Auto kommen, was ist deine Lieblingsmarke? Mercedes und Dodge. Sehr gut. Und damit sind wir durch Part Nummer 1 der kurzen Frage durch. Du hast alles bravourös bestanden. Cool, Mann. Das mit den Geschmacksfragen bei der Partnerin hätte ich jetzt was anderes erwartet, aber hat ja jeder seine Geschmäcker, ne? Ist halt so. Aber wir müssen ehrlich bleiben. Wir müssen ehrlich bleiben. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja. So, Frage Nummer 1, die mir oft gestellt worden ist. Erzähl mal, wie bist du zur Musik gekommen? Oder wie ist die Musik zu dir gekommen? Ich mache seit über 12 Jahren Musik. Ich habe angefangen als DJ. Das Ganze habe ich 10 Jahre lang gemacht, war dann halt viel natürlich im Nachtleben halt tätig. Vorher war dann so mein musikalisches Spektrum rund um EDM oder Elektrohaus, solche ganzen Geschichten. Musste dann aber an so einem ganzen Abend halt natürlich ein ganzes Spektrum halt abdecken, weil ich halt immer in der Main Hall halt war, nicht immer so Nischenclubs oder halt in Clubs, wo es halt so nur das eine Genre halt ging, sondern Mainstream-Läden. Und dann kam Corona und dann habe ich gecheckt, ich habe keinen Bock mehr auf Nachtleben, aber ich habe noch Bock auf Musik. Und dann bin ich zu den Singer-Songwriting-Geschichten gekommen. Habe mich da ein bisschen ausprobiert, habe das den Kollegen geschickt und er sagt so, ey, deine Stimme ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, Junge. Und seitdem an habe ich dann angefangen, so eigene Songs zu schreiben, fertig zu produzieren.
Und der Erfolg bei Spotify gibt mir recht, dass ich die gute Entscheidung getroffen habe. Der Erfolg gibt einem immer recht. Egal was man macht, bist du erfolgreich mit der Sache, ja, gibt es dir recht. Du hast gesagt, du hast in Clubs und Ähnlichem aufgelegt. Kommst du eigentlich hier aus Berlin oder kommst du eigentlich woanders her? Ich bin gebürtiger Bielefelder, bin dann aufgewachsen. Die Stadt, die es nicht gibt, oder? Die Stadt, die es nicht gibt, genau. Lass das bitte. Also, da gibt es ja keine Clubs, dann. Wie kannst du da auflegen? Okay. Nein, aber geboren in Bielefeld, aufgewachsen im Vorort namens Schloss Holte-Stukenbrock. Ja, kennt man. Kennt man. Millionenmetropole. Mhm. Und ja, dann vor 1,5 Jahren nach Berlin gezogen. Wir bleiben mal beim Thema Musik. Wo gehen denn da die Pläne hin? Oder was sind so, wenn du dir das ausmalen könntest, wie die, der musikliche Werdegang ist, dann wie ist der? Also von mir jetzt persönlich, was ich mir halt vorstelle. Wo sehe ich mich in 5 Jahren quasi, ja, so mäßig? Genau. Also klar, ich hab einen groben Leitfaden in einer gewissen Art und Weise, aber die Zeit bzw. die Vergangenheit hat mir halt auch gezeigt, dass es sich gar nicht lohnt, einen groben Leitfaden zu haben für diese ganze Geschichte, weil es herrscht jeden Tag irgendwie ein neuer Trend. So, und da muss man sich halt auch immer wieder anpassen. Vor einem Jahr habe ich gesagt, das Größte für mich wäre es, bei einem Major-Label anzuheuern, bei Universal, Warner, Sony, halt irgendwie sowas. Jetzt haben diese jetzt eben genannten sich letztes Jahr bei mir gemeldet und ich habe dann einfach, ja, mir eingestehen müssen, dass es eventuell doch nicht das Richtige für mich halt ist. Und da habe ich gesagt, so gut, alles klar, dann mache ich das Ganze jetzt independent weiter und dann schaue ich einfach mal, was wird. Ja. Und ja, wie gesagt, die Zahlen gehen von automatisch halt irgendwie nach oben. Natürlich versuche ich halt jedes Mal noch eine Schippe halt draufzulegen. Aber, keine Ahnung, ja klar, ich könnte halt sagen, so Live-Konzerte mehr. Mhm. Noch mehr Songs, noch mehr in offiziellen Spotify-Playlisten, dann in den Charts, irgendwann eine goldene Schallplatte. Mhm. Aber das sind so Sachen, ich glaube, die peilt man irgendwo automatisch halt irgendwo an, wenn man davon träumt. Das ist ganz interessant. Wir haben ja gestern den Adonis, ehemaligen Kollegen von uns beiden, hier zu Gast gehabt. Und der hat das eigentlich mit anderen Worten, aber sehr ähnlich beschrieben, wo ich ihn gefragt habe, wie stellst du dir das vor, so in 5 Jahren? Er meinte auch, du kannst eigentlich gar nicht mehr von A nach B planen, weil das Leben schlägt manchmal so komische Dinger ein oder manchmal denkst du, du hast halt genau das Richtige, was unbedingt erfolgreich sein wird, aber dann ist zu der Zeit, wegen irgendeiner anderen Sache, klappt das einfach nicht. Ja. Weil vielleicht gerade ein anderer Song gerade super erfolgreich ist, weil gerade irgendeine Epidemie auf einmal herrscht und einfach, das sind so Sachen, die nicht in deinen Händen liegen. Frage nochmal bezogen auf die Musik. Ist ja immer sehr tiefgründig, viel mit Herzschmerz. Mhm. Geht es da um eine bestimmte Person? Geht es, oder um wen geht es in deiner Musik? Weil du schreibst ja deine Songs selber. Wo holst du dir das her? Sind es Erfahrungen aus deinem Leben oder wie ziehst du das ran? Vieles ist natürlich aus meiner Vergangenheit. Mhm. Natürlich. Aus der Zukunft wäre krass. Aus der Zukunft wäre heftiger, ne? Das wäre krass. Also ein Wunschsong, warum nicht? Mhm. Aber ja, vieles nehme ich halt aus meinen eigenen Erfahrungen. Natürlich würzt sich das Ganze noch mal ein bisschen halt nach, um die Dramaturgie in dem Song halt noch ein bisschen mehr zu pushen. Aber ja, vieles bringe ich halt mit. Es geht nicht nur immer um eine Person. Mal geht es um mich, mal geht es um, keine Ahnung, eine verflossene Liebe. Ja. Ich habe am Anfang eines Songs habe ich nie so wirklich die Idee, wohin es halt geht. So. Aber ja, meistens ist es dann doch immer eine eigene kleine Geschichte von mir. Ist es denn wie bei 8 Mile und Eminem, der dann so mit seinem Bus zur Arbeit fährt und auf einmal eine Idee hat und dann schreibt er sich die Idee auf und auf einmal kommt der eine Satz und dann führt das nächste zum nächsten, oder wie kommen bei dir die Texte? Genau so. Also wenn ich mich hinsetze und sage so, ey, ich nehme mir heute mal Zeit, setze mich hin, höre mir Beats an, ich schreibe jetzt was, dann passiert nie was. Ja, oder? Passiert nie was. So, dann, also entweder ist, keine Ahnung, der Flow nicht da, der Vibe passt halt irgendwie nicht, oder ich werde einfach krass abgelenkt von irgendeiner Scheiße. So. Und, aber wenn ich dann irgendwie so eine Alltagssituation habe, ich gehe in eine Dusche, so, ne? Lasse dabei irgendwelche Beats laufen von irgendwelchen Produzenten, die sie mir zugeschickt haben, dann funktioniert es halt meistens. Ne? Funktioniert. Und dann hast du halt einen Satz und denkst halt so, boah, ja, der Satz auf die Melodie, der ist schon einschlägig. Und darauf folgend kann man auch das sagen. Der B-Part könnte dann so und so ausschauen. Mhm. Dann hast du schon die Idee für die erste Strophe oder so. So folgt das halt immer so. Ne? Ja. So. Dann kommt es immer Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, keine Sache. So ist es manchmal. Macht doch Spaß. Bist du mehr so ein Morgenmensch? Übelst. Also ich stehe 5 Uhr morgens auf, danach jogge ich noch eine Runde. Danach mache ich mir noch einen Bananensmoothie. Ja, natürlich. Nee, ja, also ich versuche mich da wieder dahingehend zu gewöhnen,
der Erfolg bleibt da noch aus. Mhm. Ja, aber ich bin stets bemüht. Ja, ist immer noch Room for Improvement. Ja. So, ich habe hier ein paar Mal die Frage gestellt bekommen, Kinder, ohne irgendein Wort dazu. Also wenn ihr Fragen stellt, Kinder. Isst er gerne Kinder? Mag er gerne Kinder? Möchte er Kinder haben? Hat er Kinder? Also Männer und Frauen, wenn ihr was wissen wollt, macht einen Satz draus. Ist wie wenn ihr uns auf der öffentlichen Straße fragt, Foto? Das ist so, wollt ihr ein Foto? Oder sucht ihr eins? Hallo, ich hab dich erkannt. Bist du der und der? Ja. Hast du Kinder? Nein. Aber, ja. Aber hassen, also hast du Kinder? Oder hast du Möchtest Kinder? Möchtest du mal Kinder in deinem späteren Leben haben? Ja, ich glaube, eins schadet nicht, ne? Also eins bringt man ja mal selber mit, ne? Man ist das in sich selbst, oder? Ja, ja, also ja, ich denke schon, dass ich mal Kinder haben werde. Oder ein Kind haben werde. Was nicht heißt, dass du das möchtest. Auch da würde ich sagen, es ist immer so ein Entwicklungsprozess. Zu meinem derzeitigen Status, also beziehungsweise zu meinem derzeitigen Lebensstil würde es, glaube ich, nicht passen. Mhm. So, weil ich einfach rein objektiv und nüchtern gesehen einfach nicht die Verantwortung aufbringen kann oder das Energiepensum aufbringen kann, um dann für ein anderes Menschenleben halt noch zu sorgen. Ja. Und alles andere wäre dann halt einfach nur fahrlässig, meiner Meinung nach. Ein bisschen weit hergeholt, aber auch irgendwie doch nicht. Ich sehe das immer, wenn sich die Leute zu Weihnachten Tiere holen, ob Katzen oder Hunde, und dann zu Ostern, wenn die dann schon ein bisschen größer werden, an den Tankstellen dann irgendwie rausgelassen werden. Es ist halt zwischen Wunschvorstellung oder Wunschvorstellung und wie es dann in der Realität ist, es sind manchmal Welten. Richtig. Welten. Natürlich gibt es da schöne Momente und niedliche Momente, die man da mit einem Foto festhalten will oder mit einem Video und so, aber du musst halt auch beachten, dass du dann irgendwann mal so um 3 Uhr morgens geweckt wirst, so, ne? Weil halt jemand noch rumschreit. Und das kann ich einfach derzeit. Und das finde ich irgendwie cooler, wenn ich so ins Erwachsenenhotel irgendwo in die Karibik fliege und dann einfach mal eine Ruhe habe. Ja, ist irgendwie schön. Ah, ich genieße meine Ruhe. Aber ich habe dich gefragt. So, oft wurde gefragt, Mensch, du hast echt schöne Haare. Und wie kann ich solche Haare bekommen, wie du sie hast? Was machst du für deine Haare? Dein Ernst jetzt? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. Ich kann dir die Frage zeigen. Ich stehe morgens auf, Mann. Das war's. Also, mehr ist da tatsächlich nicht so. Ich muss tatsächlich nochmal den genauen Wortlaut nachgucken, aber das war genau so und der hat doch nochmal... Wie macht er seine Haare? Im Ernst, Ausrufezeichen, will die Haare genauso wachsen lassen? Ja, das ist ja schon, also da hast du ja die Antwort. Wachsen lassen. Wachsen lassen. Ja, lass wachsen. Lass einfach mal wachsen. Und dann gehst du mal zum Friseur und dann sagst du, hier, bring mal eine Form rein, dann suchst du noch eine Form aus. Machst dir noch ein paar Strähnchen rein, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich stehe halt größtenteils morgens auf, dann kämme ich mir die halt einmal durch, wuschel die einmal wieder zurecht und das war's dann halt auch. Wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, unterwegs bin, zu einem Event gehe oder sonst halt irgendwas, dann klatsche ich da noch ein bisschen Wachspray rein, und dann, aber dann sehen die fast genauso aus wie vorher. So, lass knacken, ja, sei dich glänzen, würde der so sagen. Sei dich glänzen. Sei dich glänzen. Mach dich sei dich glänzen. Noch ein bisschen Humus rein, dann läuft das. So, also, junger Mann, man kennt dich. Nicht nur von der Musik, man kennt dich aus dem Fernsehen. Ach, wir sind Kollegen bei Berlin Tag und Nacht. Wie ist das bei dir passiert? Wie kam das zustande? Erzähl mal. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Also, nein? Nee. Okay, dann ist auch vor. Ich habe 2021 angefangen mit TikTok. Ich habe da sehr, sehr viele Videos hochgeladen, so 3 bis 4 Videos am Tag tatsächlich. Und dann mochte mich der Algorithmus sehr und dann sind sehr, sehr viele Videos von mir viral gegangen, ging bis in die Millionen Views. Und darunter... Zu welchem Thema hast du da Videos gemacht? Comedy, Musik, ja. Alles Mögliche, so Lifestyle-Schrott halt irgendwie. Und darunter war dann eine Vorgesetzte von uns. Und die hat mich dann quasi darüber entdeckt. Dann hat sie mir bei Instagram geschrieben. Die haben keine Vorgesetzten. Ich sehe mich als unabhängiger Schauspieler und das sind andere Positionen in der Firma. Mhm. Wenn die sich gerne als Vorgesetzte betiteln möchten, sehe ich das anders. Okay. Auf jeden Fall eine Dame, die schon vorher in dem Unternehmen tätig war als ich. Damit können wir reden. hat mich darüber quasi gescoutet. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir generell vorstellen könnte, vor der Kamera zu arbeiten. Und dann hat sie mir noch verraten, wofür, für welches Format. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, so ja, zu der Zeit habe ich bei UPS gearbeitet, im Lager. Habe da Pakete aus dem Container geschubst. Boah, ich hätte dich so als Doug Heffernan gesehen, der so die Pakete so aus seinem fetten Truck dann irgendwie von A nach B bringt. So, ja,
Die Stelle war nicht frei. Schade. Die Stelle war leider nicht frei. Von daher musste ich halt doch ein bisschen mehr malochen. Ja, hab dann halt da gearbeitet und dachte ich mir so, Fernsehen oder Pakete? Pakete. Ach komm, mach mal Fernsehen. Tust du dir mal den Gefallen, machst ein bisschen Fernsehen. Und dann war ich dann eingeladen worden zu einem Special Casting. Ja. Hier in Berlin, das ging dann irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Bin dann extra angereist, von Bielefeld nach Berlin. Und ich glaube, zwei Wochen später, oder gar nicht wahr, zwei Tage später war es sogar schon, habe ich einen Anruf gekriegt wieder aus Berlin, als ich wieder in Bielefeld war. Wir brauchen nicht Ende des Monats. Und das war im September 2021. Das war ja cool. Ich habe keine Wohnung, ich habe gar nichts, ich kenne niemanden. Ja. Ich weiß nur, welche Rolle ich verkörpern soll. Und ja, so bin ich nach Berlin gekommen. Coole Sache. Zu der Rolle kommen wir gleich. Also fragen ja auch immer viele, dich wahrscheinlich auch, wie komme ich zu Berlin Tag und Nacht oder kann ich da irgendwie mich bewerben und so. Normalerweise ist es so, ihr Filmpool, also die Produktionsfirma, die Berlin Tag und Nacht produziert, die macht in regelmäßigen Abständen Castings, wo ihr euch bewerben könnt. Auf der Filmpool-Homepage, glaube ich, ist das. Und da kann man sein Profil hinterlegen lassen, wird vielleicht eingeladen zu so einem Casting und dann wird man eventuell für eine Rolle zukünftig gescoutet oder auch nicht. Oder man wird halt wie in seinem Fall durch Aufmerksamkeit angeschrieben und dann kommt man ins Fernsehen. So, deine Rolle live. Ich persönlich, wir sind ja sehr kritisch miteinander gestartet, also vor der Kamera, hinter der Kamera haben wir uns direkt gut verstanden, aber hast ja so ein bisschen Probleme gemacht bei mir in meinem Laden, im LA 14, wo ich das noch besessen habe. Du spielst einen Rollstuhlfahrer. Frage kam auch öfters, wie das für dich ist. Das war ja auch klar, dass dein Charakter wahrscheinlich nicht gehfähig ist, nenne ich es mal. Ob er jetzt querschnittsgelähmt ist oder ist eine andere Geschichte. Du bist auf jeden Fall Rollstuhlfahrer. Wie ist es für dich? Und wie war es auch für dich, so am Anfang denn das zu probieren? Also man versucht ja so authentisch wie möglich zu machen. Ist ja nicht nur einfach in den Rollstuhl sitzen und dann ich mach mal. Ich muss sagen, also klar, mir war die Rolle von Anfang an halt bewusst, so, ne, was ich halt machen soll. Ne? Das ist ein Rollstuhlfahrer, der wird eingeschränkt sein, dies und jenes, wie die Zukunft von den Burschen halt ausschaut, ist noch fraglich. Aber es war für mich eine Herausforderung, natürlich, sich nicht nur vom physischen, sondern auch vom psychischen in die Rolle eines jungen Burschen hineinzuversetzen, der von heute auf morgen die Info bekommt, ist vorbei. Du sitzt jetzt da drinnen. So, und dann hatte ich Coachings, ich hatte sogar so Rollstuhlfahrtraining tatsächlich. Ein paar Stunden lang, da war ich bei einem Sportangebot, ich glaube Nähe Spandau oder so. Da habe ich dann Kniebeuge gemacht. Kniebeuge gemacht. Nein, da waren wie gesagt verschiedenste Sportangebote von Basketball bis hin zu Tischtennis, halt speziell für Rollstuhlfahrer halt alles ausgelegt. Hast du mal Rollstuhl-Rugby gesehen? Nee. Leck mich am Arsch. Gesagt? Das ist der krasseste Sport, den ich je gesehen habe. Rollstuhl. Das muss richtig rappeln, ne? Irre. Wenn die aufeinander hämmern, das muss richtig, richtig rappeln, ja. Naja, und dann habe ich dann halt auch da bei diesem Training halt auch mit an die Hand bekommen, wie man halt so Bürgersteige halt nimmt. So. Und dann erfährst du einfach mal für dich als normal gehende Person, was für Hürden tatsächlich so ein Rollstuhlfahrer im Alltag haben kann. Ja. So, ne? Da ist wirklich der Bordsteinpflaster, Kopfsteinpflaster meine ich, Kopfsteinpflaster, komplett für den Arsch. So. Das rappelt die ganze Zeit, sei denn du hast so spezielle Reifen, wo ein bisschen mehr Luft drauf ist. Ja, so ein Bordstein ist halt totaler Rotz. Also all diese ganzen Sachen. Die kleinste Bodenwelle kann zum größten Mount Everest werden für einen Rollstuhlfahrer tatsächlich. Vor allem, wenn du halt frisch in dieser Situation halt landest, ne? In diesem Setting. Aber es macht mir sehr Spaß, den Typen zu verkörpern. Es schränkt mich natürlich manchmal auch in meinem Spiel halt ein, weil ich halt nicht wie alle anderen die Tasse ganz oben halt holen kann, sondern halt, ne, für mich dann immer extra unten irgendwas hingestellt werden muss und so. Und ich würde halt auch gerne mal, keine Ahnung, fröhlich tanzend ins Loft halt irgendwie hineinmarschieren. Das ist leider nicht möglich und das hat mir halt auch gezeigt, so dass es hat sich ein sehr, sehr hoher Respekt allen Rollstuhlfahrern gegenüber nochmal entwickelt, was die für eine Leistung jeden Tag erbringen. Du bist ja auch vom Charakter her, glaube ich, du bist nach einem Unfall in den Rollstuhl gelandet. Live hat einen Surfunfall gehabt, ja. Das finde ich, auch wenn es irgendwie komisch klingt, irgendwie noch mal schlimmer, wenn man eigentlich, also manche sind ja auch irgendwie von Geburt an, aber eher weniger, durch einen schweren Unfall dann einfach querschnittsgelähmt sind und dann
entweder halt komplett nichts bewegen können oder halt nur Rollstuhl, und dann stelle ich mir das ist hart vor. Das ist verdammt. Und wie gesagt, umso mehr Respekt, wenn du dann trotzdem so froh durchs Leben irgendwie gehen kannst, dann ist es. Also ich habe gehört, ein harter Charakter dazu. Wie lange bleibst du noch bei BTN, wenn es jetzt in der Musik so richtig kracht? Schauen wir mal, was wird. So, gucken. Also, aber du hast noch Spaß in deinem Job. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe schon tausendfach schlimmer mein Geld verdient. So, rein nüchtern betrachtet. Es macht mir natürlich eine Menge Spaß. Aber das sage ich auch immer offen und ehrlich, sobald halt irgendwann sich mein komplettes Leben nur mit der Musik finanzieren lässt, dann werde ich dann auch voll und ganz auf diese Schiene halt wechseln. So, das habe ich von Anfang an so kommuniziert. Und das wurde auch respektiert. Aber solange es noch nicht so ist, bleibe ich noch. Ja. Also, von daher. Warst du in einem Konzert in Dortmund? Konzert in Dortmund? Ja. Ich habe zweimal die Frage bekommen, wie war das Konzert in Dortmund? Nee. Warst du auf einem Konzert in Dortmund? Nee. Oder die haben das vercheckt, dass Apache irgendwie in Dortmund ist. Keine Ahnung. Ja. Kann man verwechseln. Hamburg. Aber wie gesagt, war ja. Ja. Dortmund. Ja. Vorort quasi. Bist du Single? Nee. Ich dachte, er ist Single. Scheiße, ich bin nicht vorbereitet. Wie kommst du so mit dem restlichen Kollegen klar? Was ist denn das für ein Sprung gerade? Ich hole aus. Ja, okay, ich verstehe. Mit den restlichen Kollegen? Also super. Ja? Ja. Ein, zwei gehen mir manchmal auf den Sack. Das wissen die schon. Ja, ich wollte gerade sagen. Das wissen die schon. Ja, man muss es einfach nur ehrlich kommunizieren, dann geht das auch. Aber sind ja trotzdem Herzensmenschen so irgendwo, ne? Eben. Das ist aber, denke ich mal, wieder in jedem Job. Man kann nicht mit jedem immer gleich. Man hat mal gute und mal weniger gute Tage. Ja. Und man macht immer das Beste draus. Das ist halt so. Du bist ja ein positiver Typ. So, mein Lieber. Frage Nummer 1. Der Liebchen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ja, das glaube ich. Deswegen habe ich auch erst alle anderen Fragen gemacht. Ich bin richtig nervös. Du bist liiert mit unserer lieben Katharina Kock. Auch das ist korrekt. Ja, ich finde, ihr seid ein sehr süßes Paar. Das freut mich zu hören, Mann. Ja. Vor allen Dingen, weil ich sie sehr mag, gönne ich ihr, dass sie einen lieben, netten, herzensguten, wie ich dich einschätze, Mann an ihrer Seite hat. Wie ist denn das gekommen? War die Liebe vor dem... Wenn ich das fragen darf, hat es vor dem Ding geknallt? Also, geknallt. Ich will nicht wissen, ob ihr vor der Kamera schon mal geknallt habt, aber gefunkt. Jetzt habe ich es gefunkt. Hat es vor der Kamera gefunkt? Also Katha und ich, wir drehen ja jetzt schon, keine Ahnung, seit circa einem Jahr halt zusammen. So, und vorher kam das ganze Thema, also es war nie Thema. So, also wirklich nie Thema. Und das Ganze hat sich erst so entwickelt, als wir tatsächlich unsere erste Kussszene im On hatten. Weil sie so gut küsst? Ja. Ja. Nein, aber die Kussszene war halt. Und dann fragt man noch nach, weil wir haben beide gecheckt, das war jetzt nicht gut, so, oder das war gut, oder weiß ich nicht, findest du das gut? So. Und dann fragt man halt, weil ihr schon vorher mit dem Küssen angefangen habt, bevor die Szene überhaupt aufgenommen wurde? Oder? Nee, das ist halt wirklich so dieser ganz kitschige Moment gewesen, so der erste Kuss fiel. Du merkst, du hast eine MacLight in der Hose. Genau. Aber die mit den ultradicken Batterien. Nein, aber so, das war wirklich so dieser Moment. Und dann hast du halt wirklich, wenn ich das jetzt sinnbildlich darstellen müsste, hast du wirklich so diese Funken gesehen. Ja, schön. So, weißt du? Und das Problem war halt, habe ich jetzt nur so gedacht oder hat sie halt auch so gedacht? Und deshalb fragst du so ganz feinfühlig halt nach. So, ey, war alles cool bei dir? Mhm. So, ja, für mich war alles gut, für dich? Ja, ne. War gut, war alles, ne, war, glaube ich, eine Top-Szene. So, ne? Und dann fuhren wir halt beide nach Hause, Feierabend und all sowas. Und dann frage ich halt nochmal nach, so, ne, über WhatsApp halt so, ey, ich glaube, das wird eine coole Story, so, bla 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 bla, und hast du nicht gesehen. Und so hat sich das Ganze halt entwickelt halt, ne? Du hast auf Netflix. Ja, so in der Art. So in der Art. Aber davor waren noch zwei, drei andere. Abende, wo es halt einfach nur so, ne, miteinander chillen halt war und all sowas. Und dann wurden die Signale immer deutlicher. Boah, ich finde das schön. Ne? Ist immer, glaube ich, auch kann herausfordernd sein, glaube ich, denn mit seinem Partner diesen Job zu machen. Solange man diese Story spielt, dass man vielleicht zusammen ist.
ist alles gut, dann ist die Frage... Sind wir ja eigentlich gar nicht. Ja gut, seid ihr ja nicht, aber ich sag, wenn ich jetzt sowas denke, zum Beispiel Angelina Jolie und Brad Pitt, Mr. und Mrs. Smith, die haben sich dann beide lieben gelernt, haben ihre Beziehung jeweils, waren ja verheiratet, glaube ich, damals. Und dann. Aber kann ja natürlich auch sein, dass der Partner oder du dann halt einen anderen Partner zugeschrieben bekommst. Das kann alles passieren. Und dann muss man dieses trennen, Schauspiel und Privatleben. Ja, das ist eine Herausforderung, aber du... Könntest du das? Ja. Ich denke schon, dass ich das könnte. Ja. Wir werden das sehen. Ich meine, ich stand ja noch nicht vor dieser Hürde oder Herausforderung, aber ich schätze mich so mental gesettelt ein, dass ich das, glaube ich, ganz gut einordnen kann. Ja, da haben wir das Easter Egg gelüftet. Verdammt! Sie beiden sitzen zusammen, sie beiden sind glücklich und verdammt. Das ist schön. Deine ganzen Tätowierungen. Oh. Bist du damit fertig oder kommt da noch was dazu? Ja, ich würde ja gerne noch ein bisschen, aber es ist... Aber es ist nicht mehr viel Platz, oder? Naja, ich habe den Bauch noch frei, hier ist noch ein bisschen was frei, Beine sind noch frei. Ich würde gerne, aber muss natürlich immer gucken, ne? Wegen Anschlussfehlern und also was mittendrin, da darfst du dich halt nicht nochmal tätowieren lassen. Ja. Ich sag mal so, die meisten Tattoos habe ich mir auch immer stechen lassen, als es mir nicht so gut ging. So, weißt du? Und jetzt geht es mir eigentlich schon sehr, sehr gut, möchte ich behaupten. Ich habe dementsprechend jetzt nicht so diesen Ansporn, nochmal ins Tattoo-Studio zu rennen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, wo es dir gut geht, dass deine ganzen Tattoos auf einmal weg wären. Ja. Würdest du es machen? Das ist eine harte Frage. Ich nehme mal meine Antwort vorweg. Ich würde es machen. Du würdest es machen? Ich würde meine Tattoos entfernen lassen. Okay. Also komplett restlos. Also. Ja. Stark. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Letztendlich. Weil die mich halt auch immer, also nicht im negativen Sinne, aber mich halt schon daran erinnern, woher ich halt kam und durch welche Zeiten ich gegangen bin und wo ich halt jetzt gerade stehe. Ja. Das sind halt meine farbigen Narben ehemaliger Kämpfe, die ich geführt habe. Ja. Mit mir selbst. Dementsprechend, ich glaube, ich würde es lassen. Oh, pass auf, fällt mir gerade spontan ein. Wenn er sagt, er könnte nicht der Bankkaufmann sein, es gibt ein wunderschönes Foto von Philipp, was wir jetzt hier einblenden werden. Das kriegen wir hin, dass wir es einblenden, oder? Und dieses Foto qualifiziert Philipp für sämtliche Berufe im kaufmännischen Bereich. Ja. Naturkunde. Kindergärtner, alles. Alles. Politik. Ja. Philipp der Große. Wunderschönes Foto. Der das ist vor kurzem in die TV-Movie? TV-Movie, glaube ich, alles, ja. Ja, da haben sie halt ein Bild gesucht von Katha und Philipp und wollten das junge, glückliche Paar zeigen. Lange und die haben ein tolles Bild von Katha genommen und die haben halt ein Bild von Philipp genommen. Ja, also, ja, das trifft's. Die haben halt ein tolles Bild von Katha genommen und ein Bild von dir. Wo haben die das Bild her? Boah, ist irgendein... Hast du das online gestellt? Ich habe das... Dann würde ich sagen, selber schuld. Nein, habe ich nicht. Das ist irgendein Bild von irgendeiner Fotografin, welche uns bei dem großen BTN-Fotoshooting begleitet hat. Wow. Wo ich dachte, dass die schon längst in den Trash gelandet ist, aber anscheinend nicht. Irgendwo ist hat man das... Halt. Bild. Ist ein starkes es ist, Bild. Ja, es ist sehr ausdrucksstark. Ja, Meinung zu dem wunderschönen Bild. Oder wenn ihr Styling-Tipps habt oder so. Ja, ja. Oder so ein paar Memes würden mich mal gerne mal zu dem Bild interessieren. Mich auch. Brennend. Fühlt sich eigentlich wohl in Berlin? Ja, sehr. Ja, echt? Sehr wohl, ja. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb, von daher. Ein bisschen ist gut, du wohnst am Arsch der Heide. Ja, aber es ist super gut. Das ist natürlich ein Fehler, der dürfte nie passieren. Berlin fühlt sich wohl. Ja. Würdest du, wenn das mal hier irgendwann zu Ende wäre, würdest du hier bleiben? Ich glaube ja. Tatsächlich. Zum Arbeiten ist es gut. Zum Arbeiten ist es wirklich sehr gut. Und ich muss mich hier auch irgendwie nicht verstellen. Ja. So. Also ich kann hier einfach so sein, wie ich möchte, beziehungsweise ich falle ja auch nicht so großartig auf. Und ich kriege jedes Mal irgendwie so einen leichten Schock, wenn ich in die Heimat halt fahre, weil bin ich halt wieder da, dann fühlt sich das so an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hat sich einfach nichts verändert, außer dass vielleicht mal ein neuer Subway aufgemacht hat oder sowas. Aber ansonsten... Wenn du Hunger hast? Ne, ja klar, also ich habe jetzt gegen Subway so, ne? Product Placement, ihr wisst Bescheid. 30 Zentimeter geiles Fleisch. Leckere Soße. Salz und Pfeffer. Ja, ich bin gerne hier. Wunderschön. Ich glaube, das ist ein perfekter Punkt, um das Video abzuschließen, weil du musst dann noch zur Arbeit. Mhm. Du bist mein Gast und mein Gast darf immer das Video beenden. Von daher, it's your turn. Feel free. Denk dran, abonnieren, liken, teilen. Alles klar, in die Kamera da. In die Kamera. Alles klar.
Ladies and Gentlemen, das war der Backstage Talk mit Philipp Nikolic. Zu Gast heute war Jan-Philipp Preuß. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren. Bis zum nächsten Mal.